Guten Morgen, ich hatte eben schon einen Termin bezüglich Finanzen und ja, das ist echt immer wichtig, aber auch viel Arbeit irgendwie. Und jetzt möchte ich nochmal mein Schlafzimmer ein bisschen umdekorieren, einfach auch so ein bisschen herbstlicher gestalten und auch ein bisschen erwachsener. Mal schauen, ob das so klappt. Wir haben schon so ein paar Sachen bestellt. Und es ist einfach auch hier wieder viel so Deko, die man austauschen kann. Und das Ganze sieht dann wirklich komplett anders aus. Sip me up like lemonade, we both know it's bittersweet. This sourness will bite your tongue, no one is forever young. Okay, dann gebe ich euch jetzt mal ein kurzes Update. Also es ist natürlich immer noch nicht fertig, aber hier seht ihr schon mal, wie mein Schminktisch einfach anders aussieht. Wir haben den nur umgeschoben, zwei Bilder, die an der Wand hingen, hier hingemacht und die Puppe umgezogen, passend quasi dann ungefähr zum Bett. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob ich so, also obwohl irgendwie finde ich schon cool, es ist halt so mal was anderes. Trotzdem irgendwie pink, aber noch ein bisschen femininer mit dem Rot. Ich habe mir auch noch bei Unique ein paar andere Bettdecken aussuchen können. Werde ich auch nochmal schauen, ob ich das sonst anpasse. Aber hinterlasst mir auch gerne eure Meinung. Und hier sieht man halt auch wieder, was das für einen Unterschied macht, wenn man nochmal andere Kissen nimmt. Hier ein bisschen ein auf Tine Wittler macht und so Deko-Elemente hinhängt. Und die Bilder haben wir halt auch verändert. Also gerade das hier, die beiden größeren, die hat mir Lea mal geschenkt zu Weihnachten und selbst gemacht. Ich glaube, alle Kölner kennen dieses Lied. Und ja, das ist halt auch nochmal was anderes, wenn man das anders aufstellt. Ja, und mal schauen, was wir sonst noch so ein bisschen hier ergänzen werden. Aber bis jetzt finde ich schon mal ziemlich cool. Und vor allem ging das, es hat vielleicht nicht mal eine Stunde gedauert. Oder nach der perfekten Ergänzung für unseren Mädelsabend gesucht haben. Ja, das ist süß. Champagnermaske. Mit Gold, ja, mit Gold. Innen herauskommt. Was macht für dich wahre Schönheit aus? Ich kenn die Antwort in einem Wort. Selbstbewusstsein. Ja, aber das fand ich ganz cool. Wir hatten unter meinem letzten Video, haben ganz viele ja auch diskutiert, was Selbstbewusstsein bedeutet. Und ich finde, Selbstbewusstsein, viele denken immer, dass das so Mut und dass man da so sehr outgoing sein muss. Aber Selbstbewusstsein heißt ja auch einfach, sich seiner selbst bewusst. Also auch wenn man schüchtern ist und wenn man das akzeptiert und erkannt hat und das an sich liebt, ist es ja auch selbstbewusst. Mhm. Ist gar nicht so leicht, aber Selbstbewusstsein ist irgendwie schon schön. Ja, dass man auch seine Stärken kennt einfach. Ich wollte gerade sagen, ich meine, das Ding ist, du musst ja auch nicht allen zeigen, was genau, man muss nicht so sexy sein. Es gibt ja auch Leute, die, ich wollte gerade sagen, die auch ganz still sind und können super zeichnen oder total tolle Texte schreiben. Aber die klatschen es halt nicht jedem ins Gesicht oder so. Das ist ja auch gar nicht so der Input davon. Also dann könnte man das ja auch dann da so schreiben. Ne? Das ist gerade wie so Carrie Bradshaw am Laptop so. Hallo. Ich habe eben auch Post bekommen von Verena Pauster. Zu ihr muss ich sagen, ich finde, sie ist so eine Powerfrau. Sie hat ein Startup gegründet, das heißt Fox & Sheep. Hat auch Startup-Teams gegründet und macht auch wirklich so viele andere tolle Dinge. Unter anderem eine Digitalwerkstattbox, mit der kann man sozusagen ja, Kindern spielerisch digitale Themen, ja zum Beispiel auch Programmieren, beibringen, soweit ich weiß. Aber ich würde sagen, wir gucken uns das jetzt mal an. Und ihr müsst unbedingt ja gleich bitte den Link in der Infobox klicken und ihre Kickstarter-Kampagne unterstützen, weil ja, diese Boxen können wirklich viel mehr Dinge schon bewegen, als vielleicht das unsere Gesellschaft oder das Schulsystem in Deutschland macht, wenn es um Digitalisierung geht. Jetzt aber so ein Brief für die Eltern. Guckt da einfach mal rein. Wir wollen ihre Vorstellungskraft wecken und sie für kreative Problemlösungen begeistern, damit sie Aha-Momente erleben und sagen, das kann ich auch. Oh, wie süß. Wie süß. Also hätte ich ein Kind, dann würde ich, glaube ich, diese Box auf jeden Fall nehmen. Oh, hier ist ein Tüftelprojekt. Ein Monster zum Leuchten bringen. Leuchtet unser Monster. Was man halt hier mit dieser Box lernt, sind halt wirklich Dinge, die
super relevant fürs Leben sind auch hier Fehlerkompetenz, Frustrationstoleranz, Kommunikation, strukturiertes Denken. Das lernt man oftmals leider nicht so gut in der Schule. Und ich finde es sehr süß. Übrigens habe ich auch noch für mein Wohnzimmer ein paar Dinge bei Unique aussuchen dürfen. Davon habe ich ja auch schon diese ganzen Kissen mit den Palmen drauf. Danach fragen auch mal viele. Und ich habe mir zum Beispiel jetzt auch noch mal ein lila Frida Kahlo Kissen gekauft. Und hier so eine Fließdecke. Die haben nämlich auch so ganz kuschelige Decken und auch richtig coole Handtücher. So, zum Beispiel auch einfach so ein ganz knalliges fürs Badezimmer oder so. Und ich finde das halt auch mega cool, weil die ganz viele Künstler unterstützen und denen die Möglichkeit geben, ihre Sachen drucken zu lassen. Und dann kann jeder das bei sich zu Hause haben. I'm really excited that you come into Brussels, first of all. Hi! Ladies, how are you doing? I already spoke actually at the European Parliament. It was on the European Youth event in like during the summer. You can be the person starting the change in yourself that helps you to grow, but also really empowering others as well to kind of get more informed about what's going on. And once you're afraid about certain things, don't hesitate to ask anyone for help. Übrigens hatte ich gerade auch noch ein richtig cooles Hangout mit Google, denn ich darf tatsächlich wieder im EU-Parlament sprechen und zwar nächste Woche schon. Da ist nämlich der Day of the Girl und da bin ich einmal bei so einem sehr coolen Event, wo auch ganz viele andere junge Mädchen sind, wo ich so einen Impulsvortrag halten werde und dann nochmal einen Tag später im EU-Parlament in Brüssel. Und oh, ihr könnt euch nicht vorstellen, ich freue mich sehr, aber ich habe auch echt Respekt, weil ich glaube, ich muss da 10 Minuten wirklich alleine reden. Und das hört sich immer so einfach an, aber man muss sich ja wirklich ein Konzept überlegen. Man muss was Cleveres sich ausdenken. Aber ich glaube tatsächlich, dass ich schon was ganz Cooles habe. Das will ich auch bald nochmal mit euch teilen. Und da kann ich das schon mal so ein bisschen proben, ob das denn cool ist und ob das gut ankommt. Aber da bin ich immer sehr dankbar, dass ich halt auch so coole Möglichkeiten habe, weil man da auch so viele Menschen kennenlernt und so viel bei lernt. Aus Berlin. Ich schneide gerade den Vlog jetzt fertig und habe gemerkt, ich habe noch kein Ende und ich wollte mich aber nochmal bei euch bedanken. Erstens für die ganzen lieben und herzlichen Kommentare in letzter Zeit. Also es macht so viel Spaß, mit euch auch hier auf YouTube zu interagieren. Und dann wollte ich mich auch nochmal für die Bewerbung bedanken. Da waren wirklich so viele tolle schon dabei und ich sitze da auf jeden Fall dran und schaue mir das alles an und versuche da dann auch Rückmeldung zu geben. Und dann bin ich sehr, sehr gespannt, was dann alles so passiert. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich habe heute noch einen sehr vollen, aber auch sehr coolen Tag in Berlin vor mir. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, was vielleicht auch mal nochmal so ein Laber-Video wird. Falls ihr da auch Wünsche habt, dass ich mich dabei schminken soll oder über was anderes noch reden soll, schreibt gerne mal einen Kommentar.